Hallo, mein Name ist Peter Wittfeld. Ich befinde mich hier im Geschenkhaus Waldmann und heute in ungewohnt sitzender Position. Ich habe das rechte Knie ein bisschen verdreht, aber soweit alles wieder okay. Und was ich euch heute vorstellen möchte, ist ein neuer Schnellkochtopf von der Firma Schulte-Ufer. Sozusagen Weltpremiere, zumindest für Wipper Fürth. Und was diesen Topf auszeichnet, ist die innovative Einhandbedienung. Wir haben also hier den Griff, einmal drehen, die Flügel hier öffnen sich und man kann den Deckel abziehen. Deckel drauf, verschließen. So, sieht doch super aus. Also, wer die Formulei kennt bei den normalen Schnellkochtöpfen, wo man Pfeil auf Pfeil setzen muss und so weiter und so fort, dann zumachen und die Schieberegler bedienen etc. pp. Auch zum Abdampfen. Das ist hier also wesentlich einfacher. Zum Abdampfen brauche ich eigentlich nur den Hebel hier rüber nehmen, dann dampft er ab. Dann kann ich nachher, wie eben gezeigt, den Deckel öffnen und aus dem Haus. Also völlig einfach und simpel und richtig massiv. Das Ding ist schön schwer. Inhalt etwa so 6 Liter und spart jede Menge Energie, wie es sich für einen Schnellkochtopf gehört. Sicherheitsfeatures hat er natürlich auch. Die üblichen hier mit den Druckventilen, Überdruckventil etc. Das hatte halt eben alles normal und dann auch hier, wenn die Sicherheitsventilchen versagen sollten, drückt sich hier der Gummi von der Dichtung raus und dann erfolgt die Entlüftung da. Kann also eigentlich nichts passieren. Trotzdem immer schön aufpassen. Ja, ist ja schließlich heiß. Das heißt, wenn ich abdampfen möchte, dann sollte ich das nie so machen, weil hier kommt der heiße Dampf raus. Also einfach von vorne abdampfen und fertig. So, das soll es soweit gewesen sein. Ah, nein, eine Sache noch. Aktuell Einführungspreis 109 Euro statt 129. So ein schönes Angebot. Kommt also vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.